Bierstadt TV Rheinach startet dreiteilige Serien, in der jeweils ein bisheriger Gemeinderat oder eine bisherige Gemeinderätin und ein neuer Gemeinderat einander gegenübergestellt und porträtiert werden, und zwar bewusst nicht von der gleichen Partei. Der Anfang machen Bianca Mag, die per Ende Juni nach 16 Jahren ausgeschieden ist, und der neu gewählte Peter Meyer. So sieht Bianca Mag rückblickend ihre politischen Highlights. In meinem Ressort war sicher die Professionalisierung der Spitex ein grosses Highlight. Das war ein wichtiger Schritt. In Gesundheit sonst hat es nicht so viele Veränderungen gegeben. Soziale haben wir eine Reorganisation gehabt, die einiges in dem Ressort verändert hat. Und was war nicht so toll gewesen? Das, was ganz sicher nicht toll war, war unsere Asylaffäre, die mit dem Rücktritt des Gemeindepräsidenten geendet hat und dem Rücktritt von meinem Gemeinderatskollegen Silvia Thondi. Das waren ganz schön schöne Zeiten gewesen. Es gibt immer wieder mal Sachen, die nicht so gut sind. Auch die ganze Sparübung, die wir machen mussten. Auch das ist nicht toll, wenn man sparen muss. Ich glaube, das steht jetzt im neuen Gemeinderat auch schon wieder bevor. Ja, das sind so Sachen, die halt einschneidend sind, die nicht toll sind, aber zum Leben gehören von einer Politikerin. Auf die Frage nach den Eigenschaften, die man für so ein Amt haben sollte, meint sie. Man muss Menschen gerne haben. Ich glaube, man muss die verschiedensten Menschen. Es gibt wirklich halt alle Couleur und alle Facetten von Menschen. Und man muss gerne mit den Menschen sich unterwegs sein, mit ihnen reden und sich auch einsetzen für die Leute und für eine Gemeinde, dass es eine lebhafte Gemeinde bleibt und wird. Wie hat sich da Peter Meyer eingelebt? Es ist spannend. Ich habe zwar gewusst, was man einem erwartet als Gemeinderat. Das ist sehr abwechslungsreich. Ich habe das Departement Sicherheit und Gesundheit und vor allem im Teil Gesundheit. Da sind Sachen, wo du wow musst sagen. Und es ist auch sehr viel im Hintergrund, wo du hier musst wissen, wie gehst in dem mit dem Thema um. Ich glaube, jeder, der frisch in ein Gemeinderatsamt reinkommt, der ist ein bisschen Lehrling. Wir hatten so einen Tag gehabt, die neu gewählten, wo wir alle Teile der Verwaltung anschauen konnten. Also den ganzen Tag unterwegs. Zu oben haben wir sagen, hey, wenn wir das gewusst hätten, was hier für Arbeit geleistet wird. Also ich habe Respekt und Hochachtung auch auf der Verwaltung. Man sagt immer, ja, die Glaspalast. Da wird nicht geschafft. Im Gegenteil, ich muss sagen, ich stand voll und ganz hinter dem. Ich habe es zwar vorher schon gewusst, aber wenn man es wirklich 1:1 sieht, was geleistet wird von einer Verwaltung für die Allgemeinheit, Hut ab. Wo sehen und wünschen sich Bianca Mag und der Peter Meyer Rheinach in 10 Jahren? Ich denke, das ganze Thema Bierstadt, das wird sich noch verstärken. Da wird es noch mehr Zusammenarbeit geben. Und dort sehe ich irgendwie noch wirklich auch Potenzial für Rheinach mit den umliegenden Gemeinden, dort sich mehr noch zu verbinden. Ich sehe nicht Gemeindefusion in den nächsten 10 Jahren, nein. Aber wenn wir vielleicht in 50 Jahren schauen, dann sehe ich das sehr wohl. Wir haben ja schon ein sehr tolles Umfeld. Also Rheinach, Stadt vor der Stadt, sagt man immer noch. Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen mehr Infrastruktur, sprich Läden, die hier in Rheinach ansässig werden. Wobei das ist natürlich in der Zeit, die man jetzt erlebt hat, mit dem Corona immer schwieriger. Da werden sie in der Stadt immer mehr Mühe haben, weil die Leute bestellen heute Internet, gehen nicht mehr raus. Was ist in 10 Jahren? So, dass wir weiter einen lebenswerten Rheinach haben. Wie sehen sich die beiden und was wünschen sie sich? Ich weiss es noch nicht. Er hat ja nicht ein politisches Amt vorher gehabt. Er war Bürgerratspräsident, aber nicht in dem Sinne ein politisches Amt. So von dem her werden wir sehen, wenn er sich einbringt. Ich bin gespannt. Liebe Bianca, hörst du mich vielleicht jetzt im Film? Dir wünsche ich alles Gute. Du hast es gut gemacht. Mach weiter in deinem Leben so. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund. Das ist neu. In Rheinach steht seit wenigen Tagen der zweite öffentliche Kühlschrank von der Nordwestschweiz, der für alle rund um die Uhr zugänglich ist. Das Prinzip ist einfach. Man bringt, was man zu viel hat und man holt, was man kann brauchen. Erlaubt sind Obst, Gemüse, Brot und verschlossene Produkte. Der Kühlschrank steht an der Habsagstrasse 4 bei der ehemaligen Post Saubaum. Mit dieser Aktion leistet der Quartierverein Rheinach Nord einen wertvollen Beitrag gegen das Wegwerfen von Esswaren.
Es ist ein geschichtsträchtiger Ort, der an das schwere Basler Erdbeben von 1356 erinnert. Das Erdbebenkreuz am Ecke Dornacherweg Heideweg ist im Rahmen von aufwendigen mehrmonatigen Arbeiten restauriert worden und wird am Samstagnachmittag, 5. September, mit einer würdigen ökumenischen Feier eingeweiht. Das jetzige Kreuz ist 1978 dank der Zunft zur Rebmesserin erstellt und vom Rheinacher Grafiker Willi Göttin entworfen worden. Und das, nachdem das alte Kreuz 1972 bei einer Strassenkorrektion kaputt gegangen ist. Parallel zur Einweihung vom restaurierten Erdbebenkreuz wird noch ein Buch zum Thema vorgestellt und auch zum Kauf angeboten. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos. Am Samstagmorgen, 12. September, ladet die Biersstadtgemeinde im Rahmen des jährlichen nationalen Clean-Up-Tag zu einer Biersputzen ein. Dabei werden entlang von der Biers, die für die ganze Region eine Lebensoder darstellt, Abfälle aufgesammelt. Der Anlass dauert vom 9. bis am 11. Anschließend sind alle Teilnehmenden von der Gemeinde zu einem Imbiss eingeladen und Anmeldungen und weitere Auskünfte gibt es unter der eingeblendeten Mailadresse.